Herzlich willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört es schon am Hintergrund hier. Es ist schon wieder Hochbetrieb. Könnten wir noch eine SB-Box sichern, aber ich glaube, es scheint schon wieder langsam leerer zu werden. Wir gucken einfach mal, wie sich das in den nächsten Minuten hier entwickelt. Aber wir können für euch wunderbare Videos drehen. Und heute habe ich für euch mal ein richtig schönes Testprozedere mitgebracht. Und zwar, wir hatten ja hier vorne auf der Motorhaube das Synthetic Spraywax drauf. Auf der Mitte. Könnt ihr euch noch erinnern an den Test mit dem Korrekt Pro? Das war Schnee von gestern, das Thema ist erledigt. Aber wir haben noch eine richtig schöne, gut funktionierende Oberfläche hier mit dem Synthetic Spraywax, einen schönen Streifen. Und ich habe euch mal zwei Produkte mal mitgebracht, die wir auch im letzten Video mit thematisiert hatten. Und zwar das Gravity Pre-Wash von FX Protect und den Standard Gloss First. Und ich will mal schauen, diese Vorreiniger sind wirklich sehr effektiv, lösen super Schmutz an. Greifen die jetzt unsere Synthetic Spraywax-Versiegelung sofort ganz schnell an? Oder können wir so zwei, drei Wäschen damit durchführen und haben damit einfach ein schönes Pärchen. Wir haben einen schönen starken Vorreiniger oder zwei schöne starke Vorreiniger und eine schöne, gute Sprühversiegelung, die man dann immer im Wechsel wieder nutzen kann und sich einfach somit immer das Maximum an der Leistung, an der Reinigung hat und auch das Maximum hier an der Versiegelungsleistung. Gucken wir uns mal an und machen mal hier vorne den Test. So, ich habe euch eigentlich soweit alles mitgebracht. Wir haben 500 ml Wasser hier in unserem Sprüher für das Gravity Pre-Wash. Das mischen wir uns das erste Mal zurecht, weil den First, den können wir ja gleich pur nutzen. Und schütteln das Pre-Wash nochmal durch. Wir machen mal hier 1:10 heute mal. Das letzte Mal hatten wir ja pur. Auch das geht. Ich habe nochmal bei FX Protect nachgefragt, bei starken Verschmutzungen. Das heißt, wenn ihr so Landwirtschaftsmaschinen habt oder was auch immer und wollt da was reinigen und ihr habt so, was mich Benzinreste oder was auch immer oder irgendwelche wirklich stark anhaftenden Verschmutzungen, könnt ihr das auch pur nutzen. Aber FX Protect sagt selber, das Vorwaschprodukt ist wirklich so stark, dass ihr das hier problemlos auch verdünnen könnt. Das hier hinten sind Empfehlungen. 1:10, 1:1, auch 1:10. Hier kann man das je nachdem, was man hier nutzt, in der Schaumlanze zum Beispiel oder auch im Schaumsprüher und was auch immer hier man nutzen möchte. Und hier haben wir auch nochmal die Beschreibung drauf. Das heißt, wir können jetzt mit Wasser 1:10 nutzen. Ich habe 500 ml Wasser drin. Das heißt, wir nehmen 50 ml vom Gravity Pre-Wash. Und damit haben wir 1:10. Also ein Teil Reiniger und 10 Teile Wasser. Ganz einfach zu merken, wenn ihr 50 ml Reiniger nutzt, rechnet ihr einfach die zweite Zahl, die multipliziert ihr. Das heißt 1:10. Das heißt, 10 mal 50 sind 500. Und schon habt ihr auch die Menge, die hier rein füllen müsst. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich das hier nicht verschütte, weil es ist noch nicht auf hier. So, also das Wasser und da kommen jetzt hier unsere 50 ml rein. So, damit haben wir unser Vorwaschkonzentrat auch immer mit Wasser vermischt. Drehen wir zu und jetzt können wir schon vorn auf die Motorhaube gehen und ihr seht sogar, das schäumt sogar leicht auf. Das heißt auch hier in der Schaumlanze definitiv mehr nutzbar. Können wir auch in Zukunft gerne mal machen. So, hier vorne haben wir unsere Synthetic Spraywax Oberfläche. Ihr kennt es ja noch aus dem letzten Video. Wir gucken uns jetzt kein Abhellverhalten vorher an. Wir machen es einfach so. Das ist unser Synthetic Spraywax Viereck. Ich versuche es immer möglichst an dieselbe Position zu legen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Und wir sprühen jetzt auf den oberen Bereich den First auf und im unteren Bereich unsere Mischung. Machen wir einfach mal hier oben den First. So, schön satt aufsprühen, bleibst du stehen, ja. Und hier unten das Gravity Pre-Wash. So, erstmal kommt noch das Restwasser aus dem Sprüher und jetzt kommt hier das Pre-Wash. Wir lassen beide 2 Minuten drauf und dann spülen wir das gemeinsam runter. Und dann können wir uns ja angucken, ob hier das Synthetic Spraywax gelöst wurde oder nicht. In der Zeit entferne ich mal noch die Reste hier vom Korrekt Pro, das machen wir gleich mal mit nebenbei, aber ich passe ein bisschen auf, dass ich hier nicht irgendwie drauf sprühe aus Versehen auf die Sternaglas Oberfläche. So. Gut, und das lassen wir jetzt 2 Minuten einwirken und dann sind wir wieder da. Wichtig ist, lasst es halt nicht antrocknen, wenn ihr seht hier oben beim First Motorhauben etwas warm, dann sprüht halt einfach noch ein bisschen Feuchtigkeit mit auf, ist kein Problem. So, die schaffe ich mal hier hinter. 2 Minuten. Die 2 Minuten sind vorbei. Ich sprühe jetzt erstmal hier oben schnell diesen First noch weg. Und jetzt kann ich das hier nach unten wegsprühen alles.
So, und was sieht man hier ganz gut? Also, hier oben, Fürst hat das ADBL komplett runtergelöst. Hier Synthetic Spraywax und um Tuch wirklich noch fast 100% da. Und hier unten beim FX 1:10 sehen wir, ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Synthetic Spraywax da, aber wir sehen es hier an den Tropfen, dass sie sehr, sehr flach sind. Also das hat jetzt schon definitiv hier das auch angegriffen, 1:10. So, und das ist ganz, ganz deutlich zu sehen. Das heißt, wenn ihr hier mit so einem Vorreiniger arbeitet, dann denkt immer dran, die Teile sind dafür gemacht worden, um Schmutz anzulösen. Und für so einen Reiniger ist so ein Synthetic Spraywax auch Schmutz. Und das wird natürlich auch dementsprechend mit angelöst. Und darum sehen wir jetzt ganz oben schön beim Cernaclos Fürst, dass die Fläche wirklich richtig schön komplett von Versiegelung befreit wurde. Hier haben wir richtig einen dicken Wasserfilm. Hier beim Synthetic Spraywax, natürlich mit dem Tuch drauf, haben wir wunderschöne Perlen drauf. Und hier unten beim FX Protect, hier, da sehen wir hier natürlich ganz, ganz flache Tropfen. Hier haben wir noch so ganz leichte Reste vom Synthetic Spraywax. Und da gehe ich jetzt einfach noch mal eine zweite Runde drüber. Aber jetzt brauchen wir kein Tuch mehr, weil wir ja oben schon das sozusagen behandelt haben. Jetzt sprühe ich einmal noch mal hier unten eine zweite Runde drüber. Lass das noch mal kurz einwirken. Und damit sieht man auch nochmal deutlich, das ist einfach die beste Kombination, einen guten Vorreiniger zu nutzen, wenn euer Fahrzeug stark verschmutzt ist. Das heißt nicht, dass ihr ständig mit Vorreiniger aufs Auto gehen müsst, sondern nur, wenn ihr sagt, okay, heute mal eine richtig intensive Wäsche, viele, viele Insekten drauf, viel, viel Schmutz, nach einer Runde Urlaub oder was auch immer, war 2 Wochen in Italien oder was auch immer und euer Auto war einfach überhaupt nicht hier in der Wäsche. Und deswegen im Anschluss dann eine starke, schöne Vorwäsche machen und im Anschluss wieder Synthetic Spraywax, BSD, CSV, was es alles gibt, wieder drauflegen und alles ist easy, einfach und entspannt. Und deswegen gibt es diese Vorreiniger, um bei starken Verschmutzungen einfach auch mit sowas zu arbeiten. In dem Fall jetzt einfach mehr stellvertretend an einer Versiegelung deutlich zu sehen. Cernaclos Fürst, top Lösekraft, ganz deutlich. Und hier 1:10 beim FX Protect, warten wir noch einen Moment, dann sprühen wir auch nochmal drüber und ich denke mal, dann wird es auch nochmal deutlich mehr gelöst haben. Also das zeigt auch nochmal, das 1:10 selbst, das hat richtig Power. So, bis gleich. Ich mache die Kamera noch ein Stück nach unten. Lassen wir nochmal einen kurzen Moment einwirken. Kleines Update für euch. Ich muss hier nochmal kurz drauf spülen, weil die Sonne hier ein bisschen rausgekommen ist. Also nicht, dass ihr euch wundert. Aber die Schicht ist ja noch drauf. Ich will halt nicht, dass es einbrennt, ne, oder antrocknet. So, deswegen nochmal ein kleiner Spürer drauf, aber hat auch schon so vorher funktioniert. Aber hier drüben sieht man es vielleicht so ein bisschen. Das ist jetzt hier ist ja auch mein Schatten, also die Sonne kommt jetzt langsam raus und da will ich das nicht antrocknen lassen. Deswegen halte ich das einfach ein bisschen feucht. Aber es kann ja trotzdem immer gleichmäßig wirken. Es bleibt ja schön kleben an der Oberfläche. Und wie gesagt, noch ungefähr 20, 30 Sekunden. Mann, ist ja eine Action neben uns. Und dann spülen wir das hier runter. Oh, bis gleich. So, die Zeit ist rum. Und jetzt wird es auch gleich wieder ruhiger. Ich schnappe mir mal eine Marke. Zack. Ein salztes und kalkfreies Wasser. Jetzt können wir es ja gleich von oben nach unten abspülen. So, ich glaube alles runter und hier sieht man es auch nochmal schön. Also jetzt haben wir hier nur noch der saubere Lack. Und wir haben jetzt hier wirklich auch oben beim Cernaclos läuft es schön ab oben darüber. Ich gehe nochmal mit der Kamera ein Stück höher. Neben mir wird gerade echt viel gesprüht, tut mir leid, Leute. Aber so ist es halt hier noch. Und da sieht man auch nochmal hier, das zieht sich langsam zurück. Oben beim Cernaclos zieht sich langsam zurück. Hier hat sich jetzt schon langsam zurückgezogen. Also nach der zweiten Runde 1:10. Dann leidet auch hier so ein Synthetic Spraywax. Aber das ist völlig normal, Leute. Das ist ein Vorreiniger. Der soll halt reinigen. Ich habe es in einem der letzten Videos auch erklärt gehabt. Also für mich nochmal das kleine Experiment. Cernaclos Fürst pur einfach
absolut Wahnsinn von der Reinigungsleistung. Und hier FX Protect Pur natürlich auch krass, aber jetzt hier mal 1:10, schön zu sehen, dass es auch da immer noch eine sehr, sehr starke Kraft hat. Das heißt, wenn ihr Insektenreste drauf habt, Versiegelungsreste, nutzt das gern und schaut es euch gerne an. Also schöne, schöne Sache. So, und jetzt kommt hier die Sonne raus, deswegen passt halt immer auf, wenn ihr solche Reiniger nutzt, dass das nicht antrocknet. Das ist ganz wichtig. Sprüht lieber nochmal eine zweite Runde kurz drüber. Macht euch ungefähr so einen Liter fertig. Nehmt so 80 Milliliter, wenn ihr das ganze Auto wirklich gründlich reinigen wollt, nehmt ihr 80 ml und macht das Ganze mit 1000 ml Wasser auffüllen. Und dann habt ihr richtig viel Vorwaschlösung und könnt auch, je nachdem, wo ihr am Auto arbeiten müsst, einfach nochmal eine Runde drauflegen, damit es halt nicht antrocknet. Oh, und dann löst sich das natürlich auch so ein Synthetic Spraywax an. Aber das ist in dem Fall gut, weil wir brauchen eine starke Reinigungsleistung. Und im Anschluss einfach wieder, hier, da steht es drauf, wieder Synthetic Spraywax drauf und alles perfekt. Je nachdem. Und ihr müsst auch nicht ständig so eine starke Vorwäsche machen. Immer nur, wenn das Auto wirklich mal eine längere Zeit nicht gewaschen wurde oder im Herbst oder was auch immer. Ganz, ganz wichtig. Immer die Reinigungsmethode oder die Intensität der Reiniger an die Verschmutzung des Fahrzeuges anpassen. Oder immer einen starken Vorreiniger und ein einfach anzuwendendes Sprühversiegelungsprodukt. Einfacher geht's nicht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Die Sonne kommt raus. Herrliches Wetter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Fragen sind zum Sternacross First, ADBS Synthetic Spraywax oder zum Pre-Wash hier hinten, dann unten in die Kommentare rein. Alles drei wirklich Top-Produkte. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Ciao. Abonnieren und liken nicht vergessen.